Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es eine neue Folge Movie Days. Heute ist der Film dran, 25 km/h, ein deutscher Film. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, sogar der erste deutsche Film, über den ich, also hier auf dem Kanal grundsätzlich der erste Film, über den ich rede, aber so eine Kritik machen. Würde ich sagen, ist es der erste Film wirklich aus Deutschland, über den ich in irgendeiner Form eine Kritik schreibe oder kritisch rede als Kritiker. Und ja, dieser Film hat mich überrascht, denn er ist gut, sehr gut für deutsche Verhältnisse. Im normalen Kino gegenüber einem amerikanischen Film, ja, gut, da ist er eher Mittelmaß. Aber ey, ein deutscher Film mit Mittelmaß, wann hatten wir das letzte Mal so einen? Ich meine, Cloud Atlas und Co. waren ja alle irgendwie Co-Produktionen, so die gefühlt irgendwas mit Deutschland zu tun hatten. Ja, daher. Heute mal ein Film, der wirklich aus Deutschland kommt und der mir gut gefallen hat. Denn ich würde fast behaupten, dieser Film ist wieder ein bisschen ein Heimatfilm, so wie früher, bloß auf eine moderne Art und Weise. Er erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, die sich zerstritten haben. Der eine ging dann weg, der andere kümmerte sich um seinen kranken Vater. Und zusammen fahren sie quer durch Deutschland und erleben da ein sehr schönes Abenteuer. An ein paar Stellen doch eher schlecht als recht. Da hinkt der Film dann so ein bisschen bei der Spannung und dem Aufrechterhalten, dass die Leute auch weiter auf dem Bildschirm schauen und nicht auf ihre Handys. Aber ich muss sagen, gerade der Anfang macht so viel Spaß. Ich hatte Bock, diesen Film zu sehen und ich habe bekommen, was ich wollte. Also das, was ich erwartet habe, das, was mir der Trailer versprochen hat und das hat Spaß gemacht. Einzige Problem, was ich vielleicht jetzt hier noch bemängeln möchte, ist, dass man sieht, wie einer der beiden vorausfährt. Und dann mit seinen 25 km/h wird außerdem extra gesagt, es dürfen nur 25 km/h gefahren werden. Aber der eine der Brüder fährt gerade vor, weil sie mehrfach im Film streiten. Und der andere kommt dann einfach so aus nichts von hinten herangefahren. Und ja, dann fahren beide wieder 25 km/h. Nicht ganz schlüssig. Das sollte man vielleicht ausblenden, aber ansonsten sehr guter Film. Ja, ich würde ihm eine 3 geben, vielleicht eine 3 plus, wenn es hier nach Notensystem gehen würde, denn ich sagte ja schon, wenn ich ihn international vergleiche, ist er eher Mittelfeld. Aber ich werde jetzt hier keine Bewertungssysteme einführen. Ich möchte einfach, dass ihr versteht, dass dieser Film im Gesamtkonstrukt Kino gut ist, okay, kann man sich mal angucken, aber als deutscher Film, das was wir mittlerweile als tot ansehen, einen richtigen deutschen Film, der viel haben wir einfach nicht. Selbst die Filme von Bully Herbig, die auf Sat.1 liefen, oder sowas wie Stromberg, lass das mal den Papa machen. Alles eigentlich Fernsehfilme. Und so ein Film wie der jetzt, gerne mehr davon. Also, falls jemand aus der deutschen Filmmacherlandschaft zuguckt, fühlt euch ermutigt, mehr von solchen Filmen zu machen. Ich würde es unglaublich feiern, wieder richtig gute deutsche Filme zu sehen. So, damit war es das aber auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, liken, teilen, kommentieren.
Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.